fup, 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 fup. So, da sind wir dann auch schon abwärts gelaufen. Das kleiden wir uns ein bisschen aus, weil wir wollen ja wissen, wo wir dann wieder hin müssen. Dann geht's hier nach unten. Hier machen wir es optisch noch ein bisschen schöner. So. Zack, 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 zack. Cobblestones haben wir ja genug. Also mache ich mir da keinen Kopf. Natürlich wird es dunkel, es ist ja klar. Den ganzen Tag gelaufen. Ich bin den ganzen Tag gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin den ganzen Tag rumlaufen. Ja. Fip, 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 fip. So. Ah, das ist die schöne Musik. Ja. Und dann haben wir unseren Treppenaufbau ja quasi schon fertig. Hoffe ich zumindest. Sieht nicht ganz so ideal aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber komm, was soll's. So, haben wir den ganzen Spaß hier mal so ein bisschen beleuchten. Fipp. Komm hier! Ein Zombie, da oben. Da oben steht er. Der Vogel. Ja, genau. Ich hab mir gedacht, dass du hier runterkommst, du. Na! Hab ich gesagt, du darfst mich hauen? Ich hab nicht gesagt, dass du mich hauen darfst. So, ich weiß, ich lasse hier allerlei Rohstoffe liegen, aber das Ziel des Ganzen ist ja... Ist ja ein Knictus Knactus, ne? Und der Knictus Knactus ist ja der, dass wir jetzt hier versuchen... Das Wasser ein bisschen abzugraben. Fipp. Haha. Toll. Ein Ei. Was soll ich denn zum Henker mit einem Ei? Fupp. Wow. Jetzt würde es mich nicht wundern, wenn wir ein Huhn in der Höhle finden. Und zwar ein kleines. So, die Rohstoffe, die hier in der Wand sind, die lassen wir jetzt erstmal links liegen. Warum? Weil wir es können. Nein, weil wir Marble suchen. Ach du Scheiße. Nein. Marble! Marble! Pöp. Licht an. Na gut, dann werden wir uns hier wohl doch wohl oder übel rüberbauen müssen. Stellen wir die Fackel mal hier hin. Ja. Synthesis, lang nicht mehr gehört. Erst in der letzten Aufnahme irgendwann, glaube ich. Aber egal, das ist ein guter Titel. Lass mal laufen. Ich weiß zwar nicht, was hier los ist. Ich habe über 400 Titel da auf die Playliste geschmissen. Es wird aber immer wieder nur... irgendwie das gespielt, was wir schon kennen. Vielleicht liegt es ja am Musikrating oder so. Keine Ahnung. Vielleicht merkt sich der Player ja, was wir hier häufiger hören. So, jetzt haben wir ein Brücklein. Da oben ist das Marble, was wir haben wollen. Jetzt ist natürlich die Frage, bauen wir uns darüber oder...
Man weiß es nicht. Ich denke, wir bauen uns rüber. Düdüt. Düdüt. Ich höre immer wieder einen Zombie, der ist auch ganz in unserer Nähe, aber irgendwie scheint er nicht zu rallen, dass wir hier sind. Vielleicht lässt er uns ja noch eine Weile in Ruhe, das weiß man ja nicht. So, bauen wir hier mal ein bisschen Licht dran. Wie viele Cobblestone haben wir denn noch? Ach, das schickt noch. Das reicht. Es reicht! Da ist das erste Marble. Das sammeln wir auch definitiv ein. Oh, viel Marble. Sehr gut. Je mehr, desto besser, weil wir werden es brauchen. Zombie. Ich bin ein Indoor. Das ist natürlich auch heitere Musik, die wir hier haben. Aber das kann man ja erinnern. Wir haben ja hier noch eine Höhlen-Playlist, ne? Das kann man ja mal machen. So, und jetzt ändern wir mal unsere Strategie. Wir ändern die Strategie. Ich mach's voll den Zombie nach, Mann. Ja, kann passieren. Weil du ein paar Geräusche machen kannst da auf deiner kleinen Bank. Bist du irgendwie der totale König oder was? Hallo? Na dann komm mal zu mir. Komm. So. So schaut das nämlich aus. Dann können wir das nämlich auch ganz anders. Können wir auch ganz anders machen, mein Freund. Das geht auch ganz anders. Dip, dip, dip und dip. Wip, 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 wip. So, hier arbeiten wir dann nur noch mit einer Lage Cobblestone, weil ja hier das Marble ist. Was wir ja haben wollen. Oh, rückt jetzt nichts mehr nach. Haben wir das Cobblestone komplett verballert? Wir haben den Cobblestone komplett verballert. Naja, dann nehmen wir halt noch ein bisschen Erde. Erde. Und gehen einfach mal hier so ein bisschen in die Nähe, setzen hier aber meine Fackel, damit wir wieder ein bisschen was zu sehen kriegen. Denn ich sehe selber so gut wie nichts. So. Eine Hölle voller Modding-Rohstoffe, das ist ein Traum, aber im Moment brauchen wir es nicht. Im Moment brauchen wir Marble. Aus der Mod Red Power, die übrigens nicht mehr weiterentwickelt wird. Eigentlich schade drum, leider, ja. Ich meine, gut, okay, die richtige Mod, falscher Entwickler oder falsche Entwicklerin. Wir bleiben ja hier politisch korrekt. Schade drum, die Mod an sich ist nämlich super. Also auch die Idee der Mod Red Power ist klasse. So, und hier buddeln wir uns jetzt durch. Brrr. Brrr. Und dann nehmen wir uns ordentlich Material mit. So viel wir tragen können, werden wir mitnehmen.
müssen natürlich aufpassen. In Marble-Nähe haben wir auch gern immer mal wieder ganz merkwürdige Lavaflüsse. Aber ich will es trotzdem haben, weißt du? Also nicht das Lava-Zeugs, obwohl wir das wahrscheinlich auch brauchen werden, denn ich habe mir die Beleuchtung nochmal angesehen auf unserem Krawelweg. Und ganz ehrlich, die ist hässlich. Und, na, ich denke wohl, die werden wir auch nochmal korrigieren und da werden wir ziemlich genau 21 Lava-Eimer für brauchen. Das heißt, auch da werden wir nochmal ab und an in die Höhle wandern. So, schwöpp, schwöpp. Da werden wir ab und an in die Höhle wandern, um einfach Lava-Eimer zu besorgen. Oder Lava-Eimer zu füllen. Denn ich habe jetzt nicht wirklich Bock, 21 Eimer zu basteln, nur weil wir 21 Lava-Eimer brauchen. Apropos, ich höre Lava. Warum auch immer. Und wir haben natürlich nichts dabei. Oh nein. Er hörte die Lava. Er hatte nichts dabei, um die Lava zu stoppen. Er hatte sein letztes bisschen Cobblestone verblasen, um sich einen Weg zu bauen. Weg war er. Nein. Das machen wir einfach wieder zu. Ocean of Dark. Ich erinnere mich ganz dunkel daran, dass dieser Titel enorm ins Ohr geht. Oder? Auf und zeigt Diamanten! Die wir nehmen, wenn er... Hä? Boah! Nee, das geht nicht. Danke. Die nehmen wir mit, wollte ich eigentlich sagen. Die Diamanten. Und die nehmen wir mit. Koste es, was es wolle. Hab ich denn die Effizienz- und Behutsamkeitsspitzhacke mit? Die Behutsamkeit. Na gut, es ist ja nur ein Block. Also ein Erzblock. Ember, ja, können wir jetzt erstmal liegen lassen. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wipp, 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 wipp. So, wie kommen wir denn am besten dahin? Ich meine, es ist ja doch ein relativ großes Feld. Da ist natürlich die Überlegung, ob wir uns da... Alter Falter, guck dir das mal an. Wir haben wohl zweimal laufen müssen, wa? Ist ja immer noch das Ding, das geht nicht. Muss ich erstmal ausschalten. Ja. Also die Musik, die kann einem wirklich böse auf die Ohren gehen. Vor allem, wenn man... warum habe ich jetzt Eisen eingesammelt? Ich honk. Vor allem, wenn man die Sounds auf dem Kopfhörer hat. So wie ich jetzt gerade momentan. Bei der Aufnahme ist es immer sinnvoll, so einen Kopfhörer einzusetzen. Sonst hat man hier ruckzuck eine wunderschöne Rückkopplung. Oder aber eben einen Doppeleffekt, den man nicht haben will, weil das eigentliche Mikrofon dann auch noch Game-Sounds mit aufzeichnet. Ich brauche hier Licht, glaube ich. Eieiei. Ja, das ist eine Menge Marble. Also damit werden wir uns dann erstmal zuwerfen können. Da werden wir wahrscheinlich auch ein Stück von der Kiste füllen. Und ich höre Lava. Also, in der Nähe des Marblefeldes befindet sich Lava. So, das muss ich jetzt leider abbauen, auch wenn ich es eigentlich nicht einsammeln will. Wo sind eigentlich die Viecher hin? The Monsters. Monstersons. So. Was sind das überhaupt? Dieb heißt das Ding. Also nicht Dieb im Sinne von du Kleinschwein, du, sondern
sondern in Form von tief. Ja, das passt ja ganz gut. Wir sind ja relativ tief.